Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Ich habe im letzten Part gar nicht gespeichert und ich habe auch gar nicht bei den Jägern gespeichert. Das ist natürlich sehr doof. Das ist sehr doof. Warum mache ich sowas? Ich weiß es nicht. Wir waren hier dabei, zu Okra mitzugehen, weil ich mich nicht einfach so in die Burg teleportieren wollte. Das können wir später immer mal wieder machen. So. Erstmal die Blutfliege holen. Alter. Wo ist der Lurker? Ach, da. Ich habe den gerade gar nicht gesehen. Der war so getarnt irgendwie. Oh, schrecklich, diese Blutfliegen. Ich hasse sie. So, und einmal Lurker. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der Weg zur Orgramme geht. Weil ich den die letzten Male, wo ich es durchgespielt habe, nie genommen habe. Ich habe immer mich in einen Drachensnapper verwandelt. Ich meine, klar, ist das Einfachste, was geht, ne? Und dann beim ersten Mal in der Burg kannst du den Teleportstein holen und sich dann immer teleportieren. Deswegen habe ich das nie gemacht und wir haben ein Level Up. Oh, geil. Cool, habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir haben 45 Lebenspunkte, Lernpunkte. Hab ja schon vor ein paar Folgen gesagt, ich will da nochmal auf Stärke ein bisschen gehen und dann schon ein bisschen auf Zweihand. Aber auch ein bisschen Alchemie und so weiter. So, und jetzt ist das Problem, ich weiß es nicht mehr. Da sind nämlich zwei Drachensnapper und die Frage ist, die ich mir stelle, komme ich da vorbei, wenn ich hier an diesem Zaun lang schwimme? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die haben mich immer gesehen. Vielleicht, wenn ich tauche? Hier kann ich gar nicht tauchen. Spring doch nicht. Nein, die sind noch da. Da hinten. Kann ich hier durch? Ich kann da durch, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Und jetzt ist die Frage, wie und wo geht's weiter? Hier müssten auch gleich Orks kommen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Wie gesagt, ich habe schon so lange nicht mehr gemacht. Da sind Snapper. Snapper. Und zwar nicht wenige. Vielleicht kann ich die einzeln rauslocken. Hallo. Ja, einer kommt. Jetzt muss ich aber wieder ein bisschen zurück. So, sehen die anderen das auch jetzt, wenn er kommt? Nein. Ganz schön blödes Mistvieh, ne? Trauen die sich auch nicht ans Wasser oder warum hat er jetzt so gesponnen? Ich hoffe, das war mein Schwert, was ich gezogen habe und kein Ork. Da hinten sind zwei Orks. Wie soll ich an denen vorbeikommen? Das war dumm. Das war so dumm, ne? Weil ich nicht darauf geachtet habe, zurückzugehen. Ja, komm, das war's. Spring doch! Schön. Ich bin ins Wasser geslidet. Ich bin reingeslidet. Jetzt darf ich den ersten Snapper auch nochmal töten, ne? Ja, ach, leck mich doch am Arsch. Das ist doch dumm. Wieso kommen jetzt zwei? Darum habe ich nicht gebeten. Na gut, zwei könnte ich vielleicht aber hinkriegen. Eher nicht.
aggressive Mistviecher. So. Irgendwie bei den Kämpfen rede ich gar nicht so viel, ne? Ich konzentriere mich. Ja. Wir haben so viel Wacholder, ne? Krass. Aber was bringt das? Lebensenergie 4, Mana 1. Bringt nicht wirklich was. Milch, Lebensenergie 5, Mana 1. Da gibt es sogar die Milch mehr. Wir haben doch ganz schön viel Butlerfleisch gesammelt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut. Der heilt ja noch relativ schnell. Ich finde gerade den Himmel sehr cool, muss ich sagen. Ja. Letzten zwei Snapper. Und dann ist die Frage, wie komme ich an den Orks vorbei? Da unten sind nämlich auch Orks, da komme ich nämlich auch nicht einfach so dran vorbei. Oder musste ich unten im Fluss weiter schwimmen? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. So, die sind erstmal tot. Ich speichere ab. Und... Nee. Wobei... Die Orks sind ja eigentlich... wasserscheu. Ja, genau. Die sind wasserscheu. So sieht's aus. Zum Glück kann man hier gehen an der Seite. Die Frage ist, Alter. Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Oder? Ich weiß es nicht. Die geben aber wieder auf. Die schwimmen zwar hinterher, sind wohl doch nicht so wasserscheu, geben aber dann wieder auf. Trotzdem höre ich einen Ork. Oder? Habe ich mich gerade verhört? Ich weiß es nicht. Ich renne jetzt einfach schnell zur Ramme rüber. Ja, verfolgt uns keine. Huch, da sind ja noch Kräuter. Habe ich die nicht eingesammelt, wo wir rausgegangen sind? Aus der Burg zu den Schürferstellen? Anscheinend nicht. Hm, war mir so, dass wir die eigentlich eingesammelt haben. Na gut, wir gehen zu Garond. Und werden ihm Bericht erstatten, werden gleichzeitig dann Gorn freikaufen. Wie viel Gold haben wir? 3188. Dann haben wir noch 2188. Kriegen aber 500 Euro. 500 Gold Belohnung. Für die Mission Erz und so. Ne, Erz und Schürfer. Und Uda sollte mir noch einen Ring bringen. Erinnert ihr euch noch? Tengrons Ring. Tengron hat mir einen Ring gegeben, den ich Uda in der Burg übergeben soll. Und das können wir ja jetzt dann machen. Hey. So, Uda. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Ja. Von dir lernen will ich erstmal nix. Haben wir jetzt noch einen Ring angelegt oder hatten wir den Tengron-Ring angelegt? Nein. Wir haben Erkennungszeichen vom Ring des Wassers. Amulett der Lebenskraft, Ring der astralen Kraft. Und ja, wir müssen hier wieder unsere Söldnerrüstung anziehen. Und den Erkennungsring müssten wir eigentlich auch nicht tragen, aber wir haben keinen anderen Ring. Gibt es hier vielleicht Ringe? Zeig mir deine Spruchrollen. Ja, Feuerring, nee. Gürtel des Feuerläufers, Gürtel der Kraft. Alles nie so geil. Naja. Tandor? Hat der Ringe?
Der hat, glaube ich, nur Waffen, ne? Ein Amulett der Erzhaut. Nicht schlecht, ne, aber... Ich will das Amulett der Lebensenergie behalten. Hey, du! Dober! Wie läuft die Arbeit? Könnte besser laufen. Wenn du mich nicht dauernd unterbrichst, schaffe ich vielleicht auch mal was. Tut mir leid, ich war nur neugierig. Hey! Konnte ich hier nicht irgendwie Waffen kaufen? Hey, was gibt's du. Neues? Was gibt's Neues? Ingo hat neue Rationen Fleisch verteilt. Mann, das war bitter nötig. Wie schön. Nee, wo konnte ich denn... Ich hab was anderes gehört. Ich geh mal zu Engor. Ich kann ja nicht ewig so. Vielleicht hat er einen Ring. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Und er hat ein Amulett der Flammen und einen Ring der Unbezwingbarkeit. 2-2-3-3-3-3-3-3 für Magie, Feuer, Pfeilen und Waffen. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Sollen wir den nehmen? Nee. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Lohnt sich nicht. Und 600 Erz ist auch ein bisschen sehr viel. Wir gehen noch eben zu... Wie heißt er? Boris? Nein. Wie hieß er denn nochmal? Hier, der Folter-Heini. Brutus. Brutus hieß er. Genau. So, denn wir haben das Gold. Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Ja, wir wollten ja eh stärker werden. Ich will stärker werden. Von dem her ist das schon okay. Stärke plus 5. Die Frage ist nochmal. Wir haben jetzt noch 35, dann hätten wir 25. Ich weiß nicht. Ja, komm. Und immer noch 10 Lernpunkte. Für 5 Stärke. Und wir haben... Wo ist mein mein Charakterprofil? Wir haben 25 Lernpunkte, aber schon 61 Stärke. Das ist okay. Können wir vielleicht eine bessere Waffe noch anlegen? Dafür brauchen wir noch 49. Rapier ist das auch nicht. Langschwert, 9 Stärkepunkte. Schade. Das hätte ich gerne gehabt, muss ich sagen. Jetzt schon. Schwere Ork-Axt. Schädelspicker auch 9, zu wenig. Paladinschwert, 60-60. Nehmen wir doch das Paladinschwert. Wir sind Söldner mit einem Paladin-Schwert, das ist, glaube ich, auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut, warum nicht? Wir gehen jetzt noch Bescheid sagen. Mit dem Erz und so, beziehungsweise, das mache ich in der nächsten Folge, ich möchte nochmal mit Parzival. Noch ist alles ruhig, aber das kann sich schnell ändern. Ja, kann ich nicht mit der? Nein, kann ich nicht. Oryk, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Du musst alle Schürfer und das Erz finden. Dann werden wir uns darum kümmern, wie wir dieses Tal verlassen können. Ja gut, das habe ich gefunden. Ich habe nur noch nicht Bescheid gesagt. Das mache ich dann, wie gesagt, im nächsten Part. Ja, wenn es dann wieder heißt Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!